Hallo und herzlich willkommen zum Extreme Trucker. Wir wollen heute Flugzeugteile transportieren durch Südamerika und deshalb starten wir jetzt mal direkt. Das ist eine etwas längere Fahrt, ungefähr 35 Meilen, also schon ja, ein ordentliches Kaliber. Wahrscheinlich wird die Folge auch etwas Überlänge haben. Ich habe mir eigentlich von Anfang an hier vorgenommen, immer so bei 10 Minuten zu legen, aber bei so großen Fahrten geht das selbstverständlich nicht, zumindest hier in den Bergen. Ich habe endlich ja wieder mein Lenkrad ziemlich gut eingestellt und man kann jetzt endlich wieder hier schön präzise um die Kurven. Das macht dann gleich direkt wieder ein bisschen mehr Bock und wir schauen mal, dass wir die Fahrt hier auch möglichst zügig und ordnungsgemäß ans Ziel bringen. Ja, ansonsten, die erste Folge der letzten Aufnahme, wo ich den Uploadplan angesprochen habe, kam heute online beziehungsweise vor einer halben Stunde oder so. Und da kam dann auch direkt schon ein Kommentar, dass das wohl so, ja, die meisten gucken wohl regelmäßig Two-Rivers, was ich so gelesen habe. Ich hatte auch eine Privatnachricht dazu. Ja, und Community Server wird auch noch gut geguckt. Ich meine, ich sehe es ja auch an den Kommentaren und an den Bewertungen von den Videos, was am meisten geschaut wird. Aber Extreme Trucker, Minecraft läuft eigentlich auch ziemlich gut. Also Minecraft haben scheinbar auch ziemlich viel Interesse dran. Das wollte ich nur eben sagen und ich finde eigentlich, dass diese Mischung, die ich jetzt mit dem neuen Upload-Plan gemacht habe, den man ja auch auf der Kanal über uns Seite sehen kann, eigentlich eine ganz gute Mischung ist. Also alles kommt auf jeden Fall und alles kommt mehrmals die Woche, außer Euro-Truck-Simulator, der kommt nur einmal die Woche. Einfach, den mache ich nur weiter, weil, weiß nicht, irgendwie möchte ich nicht ohne. Aber eigentlich habe ich die Zeit nicht so wirklich noch mehr Videos zu bringen und dann mache ich halt Sonntag noch ein fünftes Video. Zumal der Upload-Plan auch, sage ich mal, immer ohne die ich sag mal, Specials ist. Wenn mir eine Mod, irgendein Mod in Landwirtschaftssimulator gefällt, entweder irgendein richtig guter Schlepper oder vielleicht eine coole Map, irgendwie sowas, dann lade ich die natürlich auch noch hoch, dann mache ich dazu ein Video und so weiter. Und die sind ja auch noch nicht da eingerechnet. Und da bin ich dann ganz schnell auch mal an einem Sonntag auf 6 Videos. Und 6 Videos ist einfach für mich mehr als 20 Stunden hochladen, weit mehr. Und das geht einfach anders nicht. Ja, auf jeden Fall kommt deshalb der Euro Truck Simulator nur einmal die Woche. Ist ja jetzt auch nicht so wenig. Dafür wahrscheinlich dann 20 Minuten Parts. Ich habe auch noch keinen Part für diese Woche. Ich weiß nicht, ob ich da mal wieder alleine fahre oder ob ich nochmal mit Darcy und Rio Locoto spreche, ob wir da nochmal einen Dreierpack aufnehmen oder sowas. Mal schauen. So, dann wollen wir hier jetzt erstmal, sag ich mal, der actionreichere Truck-Simulator, der Extreme Trucker, wo wir dann auch mal ein bisschen ans Limit gehen. Euro Truck ist ja mehr so gechillt, das Trucker-Leben kennenlernen und sich dabei über verschiedene Themen, ja, austauschen. Aber wir gucken mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Flugzeugteile hinbringen muss. Auf jeden Fall bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier erstmal einfach Richtung Norden zu fahren, weil erstmal gibt es hier wieso nur Abladestellen und keine großen Kreuzungen, sag ich mal, wo man jetzt vielleicht hin müsste. Deshalb kann ich jetzt erstmal noch ein paar Meter fahren und mich dann entscheiden, ob ich die irgendwo hin, also ob ich irgendwo abbiege. Also eigentlich, ich kann auch eben gucken hier, bietet sich doch gerade an. Ach, da unten im Tal, das geht ja sogar noch da. Gut, da muss ich mal. Warte mal, wo im Tal? Ja, komm. Unten im Tal an der Brücke. Gut. Aber wenn man hier in den Kurven langsamer fährt, dann kommt man hier auch echt gut rum. Man muss nur immer ein bisschen, ja, rücksichtsvoller fahren. Das hilft hier echt. Man hat weniger Schaden und kommt eigentlich auch immer noch ziemlich zügig durch. Einfach nur auf den Strecken richtig Gas geben, wo man auch eine gute Übersicht hat, wie zum Beispiel hier jetzt gerade. Hier kann ich ja relativ weit gucken. Ich weiß, dass ich jetzt hier auch weit rechts fahren kann, ohne eine Kollision zu riskieren. Und dann kann man hier auch wesentlich schöner schnell drüber fahren. Hier ist natürlich jetzt ein leichtes Risiko, wieder rauszuziehen. Aber das passt schon. Ja. Oh, irgendwie macht das auch wieder Bock, weil letztens hatte ich ja diese komische Lenkradeinstellung vor 2 Folgen. Und das ging irgendwie gar nicht. Das war richtig unangenehm, damit zu fahren. Aber so wie das Lenkrad jetzt eingestellt ist, da ist das richtig genial. Da ist einfach das viel präziser und wieder so richtig schön, exakt, so richtig, so dass es Spaß macht halt. Boah, man darf nicht zu sehr einschlagen. Das geht nur bei ganz langsamer Geschwindigkeit, sonst hat man immer dieses extreme Untersteuern, was mir so gar nicht gefällt beim Fahrverhalten von diesen Trucks.
beziehungsweise das haben nicht, hat nur die, nicht nur dieser Truck, nicht nur diese Truckart, das haben alle Trucks hier im Spiel und alle Muldenkipper und was es nicht alles gibt. Die haben alle eigentlich dasselbe Fahrverhalten. Die einen sind halt etwas langsamer, die anderen etwas schneller. Und diese Dinger hier sind halt noch relativ wendig. Das ist vielleicht das Einzige, was die noch ein bisschen ausmacht. Aber vom Gripverlust her beim Lenken sind irgendwie alle gleich schlecht, muss man leider sagen. Ich bin auch echt gespannt, ob ich eine Steigerung vom Fahrverhalten beim Xtreme Trucker 2 feststelle. Da habe ich nämlich schon richtig Bock drauf. Die muss ich mir noch unbedingt noch vorbestellen, muss ich mir noch merken. Vorbestellen, Quatsch. Bestellen. Ist ja schon doch seit 2 Jahren oder so draußen, keine Ahnung. Lange auf jeden Fall schon. Und eigentlich auch echt ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Also der Xtreme Trucker 1 gefällt mir schon extrem gut, aber man kann schon so langsam sagen, ich habe das Spiel ja früher schon viel gespielt. Ich habe hier sicherlich auch 50 Stunden oder so in diesem Spiel schon gespielt oder mehr. Und ich kenne die Strecken einfach mittlerweile fast auswendig. Und dann wäre es ganz cool, mal wieder irgendwie ein anderes Szenario zu haben. Und da gibt es ja irgendwie Bangladesch oder sowas noch zusätzlich und andere Fahrten. Das wird dann, denke ich, auch nochmal ein bisschen abwechslungsreicher, ja. Und generell würde mich halt auch interessieren, ob das Schadensmodell verbessert wurde. Hier ist es ja oft so, dass man Vollkanne gegen eine Wand fährt und nur einen kleinen Kratzer quasi hat, nur 2% Schaden. Und nächstes Mal ratscht man irgendwie an der Brücke sich die Plane vom LKW auf, so ungefähr, und hat 90% Schaden. Und das würde mich interessieren, ob da irgendwie ein besseres Schadensmodell gekommen ist. Man müsste noch nicht mal optischen Schaden haben, finde ich, sondern einfach, dass das Ganze ein bisschen logischer berechnet wird, mehr nach Geschwindigkeit und irgendwie nach Aufprallzone, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass das Ganze ein bisschen logischer, nachvollziehbar ist, dass man jetzt den Schaden bekommen hat und nicht denkt, da ist jemand, was weiß ich, da kann man besser gegen den Trailer mal treten und der kriegt weniger Schaden und trotzdem hat er jetzt hier so Hälfte kaputt, so ungefähr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also das wäre auf jeden Fall cooler, wenn sich sowas verändern würde. Wahrscheinlich, einige von euch kennen vielleicht den zweiten Teil, die wissen dann, ob sich sowas verändert hat. Ich bin darauf eigentlich ziemlich gespannt. Ich möchte mich da auch jetzt eigentlich kaum noch spoilern. Ich werde mir einfach kaufen und dann mal gucken, wie er mir gefällt. Weil ich zum zweiten, da weiß ich eigentlich nur, dass weitere Szenarios gekommen sind. Viel mehr weiß ich da eigentlich gar nicht. So. Ja, okay, das hier wäre jetzt wieder so eine Situation, da hätte ich jetzt sogar mit mehr Schaden gerechnet. Aber wir haben hier, was weiß ich, maximal 10% oder sowas. Aber in echt, gerade wenn ich da jetzt mit 60, 70, 80 ankomme, da sollte eigentlich schon ein bisschen mehr Schaden da sein. Aber andererseits hat man manchmal dann so kleine Kratzer, die das Ding einfach dann komplett ruinieren, sage ich mal. Das ist schon ein bisschen komisch. Und dieses Fahrverhalten, was extrem untersteuernd ist, das würde ich mir halt als Verbesserung im zweiten Teil wünschen. Aber ich sag mal, ich kann mir wünschen, was ich möchte. Den zweiten Teil, den gibt es schon länger. Ich habe nur noch nie gespielt. Und werde deshalb mal schauen, dass ich den nächsten Mal besorgen kann und dann hier auch mal ein bisschen was zu aufnehmen. Und dann, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt so, sag ich mal, so eine Einstellung, als würde das Spiel noch rauskommen, weil ich es dann noch nie gespielt habe. Ja, auch mal ganz lustig. Ja, ich muss hier runter. Fahren wir mal die Serpentine runter. Ich gucke auch immer, dass ich so ein bisschen bessere Aufträge kriege. Das hier ist ja jetzt auch fast eine 400-Punkte-Fahrt. Okay, wir haben ein bisschen Schaden, das zieht was ab. Aber wir fahren natürlich nicht jeden billigen Scheiß, sondern wir wollen Aufträge, wo interessante Ladungen drin sind. Mit interessanten Strecken eventuell. Dass man mal anspruchsvollere Dinge tut. Und alles andere möchte ich dann auch, also ist mir gar nicht so wichtig. Ich möchte gerne ein bisschen was Besonderes. Der Xtreme Trucker soll halt so ein bisschen extreme sein. Und das kriegt er bis jetzt auch eigentlich bei mir immer ganz gut hin, finde ich. Ah. Geht bald auch schon wieder in Outback, wenn ich so drüber nachdenke. Aber naja, Outback wird wieder gefährlich, denke ich. Obwohl, vielleicht kriegen wir da wieder so eine coole Fahrt wie letztens. Diesen Flugzeugflügel, der fast 1000 Punkte gebracht hat. Das war schon eine richtige Fahrt. Die würde ich gerne häufiger machen. Wo muss ich jetzt lang? Ach so, über die Brücke noch, oder was? Ah, und hier eine Brücke. Wie jedes Mal ein Unfall. Ja, das ist natürlich wieder super. Das ist jetzt richtig geil. Hier ist immer ein Unfall. Ich glaube, da haben die einfach was von der Verkehrslegung her schlecht gemacht. Oder der Unfall ist beabsichtigt.
Aber dann hätte ich den Unfall ehrlich gesagt eher in so einer Serpentine gemacht als auf so einer Brücke da. Naja, naja, ich bin ja kein Spieleentwickler. Ah! Puh. Guck mal, das hat jetzt mehr Schaden gebracht, als vorhin mit den anderen kollidieren. Also, ein paar Sachen finde ich manchmal echt unverständlich. Ah, bringt er sich mal ein bisschen von der Geschwindigkeit her? Geht hier gerade kaum. Naja, wir wollen mal hier nicht so sein. Anhalten, hier locker ranfahren. Eingabe und Auftrag abgeliefert. Wie viel Prozent haben wir? 15 oder sowas bestimmt. Ah, 13. 51 Punkte Abzug. Ein paar Punkte haben wir auf jeden Fall gekriegt. Nicht verkehrt. Hier der Military Truck. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Ice Road und ich bin raus. Tschüss, Leute.